Klimawandel, Ressourcenverbrauch und Ernährungssicherheit sind drei der ökologischen und sozialen Grenzen, die wir nicht weiter überschreiten dürfen. Die Europäische Kommission unterstreicht im Green Deal die Wichtigkeit von Recycling und Kreislaufwirtschaft. In meiner Masterarbeit habe ich die komplexe Rechtslage bei der Anwendung von Recyclingdüngern aus menschlichen Fäkalien mithilfe der Konstellationsanalyse dargestellt. Im Kontext der Düngung kann der Ressourcenverbrauch nur durch konsistente, also auch regionale Kreislaufwirtschaft gesenkt werden. Wenn Fäkalien trocken gesammelt werden, Hitze behandelt werden und zu Dünger aufgearbeitet werden, können die Nährstoffe im Kreislauf geführt werden und der Wasserverbrauch bei der Klospülung reduziert werden. Trocken gesammelte Fäkalien existieren weder im deutschen Abfallrecht, es gibt also keinen Abfallschlüssel für sie, noch im deutschen Düngerecht. Und somit können Recyclingprodukte aus ihnen nicht in Landwirtschaft und Gartenbau angewendet werden. In Deutschland gibt es viele Start-ups, die ökologische Sanitärversorgung anbieten. Für all diese Unternehmen ist es wirtschaftlich nicht länger tragbar, die aufwendig gesammelten Fäkalien in die Kanalisation zu entlassen. Meine Masterarbeit ist daher interessant für alle Unternehmen, die ökologische Sanitärversorgung anbieten. Ich habe die Masterarbeit von Janine Corduan betreut. Durch ihr Mitwirken im DIN-SPEC-Projekt konnte sie zum einen einfach dieses Wissen mit uns teilen und uns da auch beraten. Und zum anderen hat sie auch wichtige Impulse gegeben, wo wir Schwerpunkte setzen sollten bei der Ausgestaltung der DIN-SPEC, damit das hinterher auch wirklich ein praktikables Instrument ist, was zukünftige Gesetzesgebungen unterstützen wird. Ich bin sehr froh, bei dem Prozess der DIN-SPEC 91421, Qualitätssicherung von Recyclingprodukten aus Trockentoiletten zur Anwendung im Gartenbau, dabei gewesen sein zu dürfen. Ich habe gezeigt, wie Standardisierung als Wegweiser vom Abfall zum Produkt fungieren kann. Da ich im Bereich der Kreislaufwirtschaft weiter tätig sein werde, war es für mich sehr hilfreich, denn wie aus Abfällen wieder neue Ressourcen werden, ist und bleibt ein wichtiges Thema.